Hier die Erzählung eine paranormale Erlebnisse, nachdem ich jahrelang gesucht habe, was das war und die Erklärung dazu oder dafür gesucht habe. Heutzutage verstehe ich das als eine astrale Projektion in einen wachen Zustand. Ich war auf der Arbeit und musste einen Zettel einen Kollegen geben. In dem Moment, das war im Keller eines Gebäudes. Und in dem Moment, wo ich die Zettel abgegeben habe und unsere Finger sich berührt haben, konnte ich mich ad hoc nicht mehr bewegen. Und das Einzige, was ich bewegen konnte, waren meine Augen. Aber der Rest meines Körpers konnte ich keine Bewegung machen. Und gleichzeitig habe ich gefühlt und gesehen, wie ich im Weltall war und in eine große Geschwindigkeit gereist bin. Sowas wie diesen Reise, die man so bei Star Wars und solche Filme sieht, dass die Sterne an einem vorbei so rauschen und aussehen wie Leuchtlinien, wenn man reist. So habe ich das gesehen. Und letztendlich bin ich an einer Sternkonstellation angekommen. Und es waren drei leuchtende Sterne und eine Nebel drumherum. Die Farben waren wunderschön rotlich, violett-rotlich, etwas bläulich, aber mehr violett vor allem. Und das Gefühl, das ich hatte, als ich da angekommen bin, war, dass ich mich wie zu Hause gefühlt habe. Ich hatte keine Angst. Ich bin einfach mal angekommen und es war so der Gefühl, wie man einfach mal nach Hause ankommt und sich sicher anfühlt. Und die ganze Reise hat für mich ungefähr eine halbe Stunde gedauert. So, das war mein Zeitgefühl. Währenddessen kämpfte ich in meinem Körper, in das, in Klammern realer Welt, versuchte ich mich weiter zu bewegen, was mir nicht gelungen war. Und ja, ein bisschen panisch war, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und als ich da angekommen bin, in diesen Sternkonstellationen, dann wachte ich plötzlich auf in der realen Welt und konnte mich wieder bewegen und fragte meinen Kollegen, was ist denn passiert? Und er meinte, nix, du hast mir den Zettel und ich habe es angenommen und jetzt fragst du mir, was ist passiert? Und ich, komisch, sind irgendwelche Geräte hier an? Habe ich gefragt. Nee, da ist ein Oszillograph, aber nichts anderes. Also ich konnte es mir diese Erlebnis jahrelang nicht. Also ich konnte damit nicht anfangen. Und ich hatte jahrelang gesucht, was das war. Und ja, wie gesagt, heute erkenne ich das als eine Astralprojektion, eine Astralreise in Weltall. Und ich erzähle das, damit, wenn jemand auch sowas erlebt, dass man sich nicht wundert und dass man keine Angst davor hat, dass man weiß, dass es einfach mal eine Astralreise ist. Astralreisen tut man sehr spontan auch nachts, habe ich herausgefunden, wenn man,
wenn man träumt, tut man oft das mal diese Reisen. Und ja, es war eine sehr prägende Erlebnis, muss ich sagen.